Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich zeige euch heute ein Rucki-Zucki-Gäste-Goodie. Das ist wirklich total schnell gemacht. Ich zeige euch auch gleich, wie man zwei auf einmal macht. Und wenn man sich in der Deko ein bisschen einfach hält, dann ist das wirklich eine ganz schnelle Sache. Und wenn man ganz viele Gäste-Goodies braucht, zum Beispiel für eine Geburtstagsfeier, für eine Hochzeit, eine Taufe oder irgendeine andere Festlichkeit, dann ist es total praktisch, wenn man auch was Schnelles, Schönes und Einfaches auf den Tisch stellen kann. Ihr seht hier schon mal einen kleinen Teil. Ich habe noch mehr und auch ein paar liegen schon mal hier. Ich zeige es euch mal kurz nah. Das ist so eine Box, die man ganz schnell hier oben verschließen kann und in das so schöne Kugeln reinpassen. Und ich habe jetzt hier ein wunderschönes Papier ausgewählt. Das werdet ihr auch noch öfter sehen. Das heißt, ihr könnt es auch zum Beispiel super in Kombination mit einer schönen Karte machen. Also da kommen auf jeden Fall noch Videos, wo es dann einfach schön zusammenpasst auch. Und genau, oder ihr könnt natürlich einfach nur das Goodie für den Tisch, für die Tischdeko machen. Das Papier ist da richtig schön frühlingshaft und frisch und ihr könnt es zum Beispiel auch super als Adventskalender machen, wenn ihr weihnachtliches Papier nehmt oder so. Okay, und wir starten. Als Papier habe ich jetzt hier ausgewählt das Designerpapier Fabelhaft Floral. Das hat diese Bestellnummer hier unten. Ich habe auch noch ein bisschen Farbkarton für die Deko verwendet. Da guckt ihr mal, was in eurem Papier drin ist und das nehmt ihr dann einfach her. Ich zeige euch jetzt mal die Verpackung. Und dazu brauche ich ein großes Papier. Ich mache zwei auf einmal. Ihr könnt natürlich auch nur eine Verpackung machen. Dann zeige ich euch auch die Maße. Ich habe jetzt dieses Papier zugeschnitten auf 30 cm in der Höhe. Das hat ja nun mal 30,5, also ein kleines bisschen gekürzt. Und in der Breite ist es 21 cm. Wenn ihr nur eine Verpackung machen wollt, dann bräuchtet ihr 21 x 15 cm. Dann ist die Box eben halb, also das Papier dann halb so groß wie jetzt hier. Wenn ihr aber auch gleich mehr machen wollt, dann macht gerne diese Version, weil dann könnt ihr gleich zwei auf einmal falzen. Und dann geht es noch ein kleines bisschen schneller. Gerade wenn man wirklich viele machen muss, ist das einfach immer praktisch. Jetzt lege ich mir hier die kurze Seite an, nehme mir mein Falztool und falze mir das bei 5 cm, bei 10 cm, bei 15 cm. Also ich lege mir das immer hier oben an und als letztes noch bei 20 cm. Vielleicht kennt ihr diese Verpackung auch als 2, 4, 6, 8 Box. Wenn man das Ganze mit Inch macht, dann ist es bei 2, 4, 6, 8 Inch auch machbar. Dann ist es ganz ein kleines bisschen Unterschied. Aber ich wollte es in Zentimeter machen, deswegen genau, machen wir es in Zentimeter. Und die Zahlen kann man sich ja auch super merken. Und dann lege ich mir noch die lange Seite an und kürze mir das Ganze bei 15 cm. Jetzt haben wir lauter senkrechte Falzlinien nach unten und jetzt möchte ich noch eine Bodenlasche machen und da achte ich nur darauf, dass diese schmale Klebelasche, also dass diese schmale Falzlinie ist unsere Klebelasche, dass die jetzt nach unten schaut und lege mir jetzt mein Papier nochmal bei 5 cm an der kurzen Seite an und falze das Ganze noch einmal und mache das mit dem anderen Papier auch. Also ich gucke wieder, dass die schmale Lasche nach unten zeigt. Falze es mir nochmal bei 5 cm und dann habe ich auch schon alles gefalzt, was ich falzen möchte. Also ich mache jetzt einfach mit einer Verpackung weiter. Ihr könnt ja beide dann machen, genau nach dem gleichen Prinzip. Ich falze mir jetzt einfach mal alle Falzlinien einmal mit dem Papierfalter nach und dann hoffe ich, seht ihr auch die Falzlinien ein bisschen besser. Das ist jetzt auf dem hellen Papier gar nicht so einfach zu erkennen. So. So sieht jetzt das Ganze aus. Also auf dieser Seite erkennt man es, glaube ich, ein bisschen besser. Deswegen lasse ich es jetzt mal so und zeige euch, was ich hier schneide. Also ich fange jetzt hier mit meiner Klebelasche an. Die schräge ich mir ein bisschen ab. Und zwar einmal ganz oben. Das mache ich nur ganz kleines bisschen. Also nur so ein ganz minimales Eckchen wird da weggeschnitten. Und hier unten schneide ich mir diesen ganzen unteren Bereich bis zur Falzlinie weg und noch so einen kleinen schrägen Abschnitt. Ich glaube, man sieht es tatsächlich in der Kamera doch ganz gut. Und also diesen unteren Teil, den schneide ich mir komplett weg. Das ist dann so eine Ecke, die da weggeschnitten ist. Und das könnte man theoretisch auch nachher als Deko, als Streifen für hinten reingleiten, super gleich verwenden. Und dann mache ich mir hier unten, das sind diese Bodenlaschen, da schneide ich mir minimal links und rechts von der Falzlinie einen ganz kleinen
ein ganz kleines bisschen diese Falzlinie raus. Also es sind nur so ganz kleine Dreiecke, die man da rausschneidet. Und man schneidet immer hoch bis zur nächsten, bis zu dieser Falzlinienüberkreuzung. Und nimmt sich eigentlich nur diese ganz kleine, dünne Falzlinie raus. Wenn ihr es jetzt wirklich ganz eilig habt und, hoppla, jetzt habe ich mich da auch noch verschnitten, und ganz, 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 ganz viele machen müsst, könnt ihr auch einfach nur in der Mitte einmal gerade hochschneiden. Ich habe jetzt hier ein bisschen mich verschnitten, weil ich gequatscht habe. So. Aber das ist dann der Boden. Genau. Und jetzt klappe ich mir das hier so ein, dass diese schmale Lasche oben liegt, und mache mir hier gleich ein bisschen Abreißklebeband drauf. Ihr könnt natürlich auch mit Flüssigkleber arbeiten, aber ich mag das tatsächlich immer sehr gerne mit Abreißklebeband. Das ist mir immer lieber als dieses lange Warten auf den, oder was heißt lang, aber ja. Dann nehme ich mir jetzt einfach nur die Schutzfolie ab. Wenn euch das unten ein bisschen zu lang ist vom Abreißen, dann könnt ihr das auch noch so einbiegen. Und dann lasse ich das so liegen und klappe mir das so ein und drücke mir jetzt nur hier unten ein kleines bisschen die Verpackung an. Und jetzt klappe ich mir das hier so rüber, lege mir das nochmal flach hin und streiche mir das jetzt richtig schön glatt. Das hat den Vorteil, dass ich hier nichts überstehen habe nachher, dass das einfach einen schönen Abschluss gibt. Und so ist unsere Box schon zu so einer Röhre geworden. Und jetzt achte ich eigentlich nur drauf, dass diese Klebelasche hier nach hinten schaut. Dann drehe ich mir das einmal so um, dass mich jetzt der Deckel anschaut. Und jetzt klappe ich mir diese Seitenteile als erstes ein, nehme mir ein bisschen Flüssigkleber und gebe das da hier auf diese Bodenlaschen nur ein bisschen davon drauf. Dann klappe ich die Seite von da drüben rein. Dann die hintere Seite, das ist jetzt in diesem Fall die Vorderseite. Und als letztes soll die Klebelasche angeklebt werden vom Boden, die hier über die Kante nach oben geht, die eben nicht diese Klebelasche hinten hat. Das hat hier dieser schöne Abschluss ist von den unteren Klebekanten. Und dann gehe ich hier mit meinem Papierfalter noch ein bisschen rein und kann mir das hier so hinstellen. Jetzt muss die Füllung rein. Da muss ich jetzt schnell eine stibitzen, die hier vielleicht drinnen ist. Da passt eben so eine Kugel ganz gut rein. Und dann gehe ich mir mit meinen Zeigefingern von der Seite so ein bisschen hier rein und lege mir jetzt die Box hier oben richtig schön zusammen. Dass das einen schönen geraden Abschluss macht und schön übereinander liegt. Und man kann auch hier an der Seite noch ein bisschen so mit dem Finger leicht dagegen drücken und kann sich die ganze Box jetzt verschließen. So, und ich nehme zum Verschließen immer total gern so kleine Wäscheklammern. Gibt es auch in verschiedenen Farben zum Beispiel. Ihr könnt natürlich auch größere Klammern nehmen. Und ihr könntet das auch hier oben zum Beispiel lochen und mit einem Faden verschließen, der dann hier so runterhängt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So ist es wirklich die einfachste Variante, aber es bleiben euch natürlich noch viele Gestaltungsmöglichkeiten, wie ihr das Ganze verschließt. Jetzt mache ich es so, dass ich da noch eine kleine Dekoration drauf bringe. Und da habe ich es jetzt so gemacht, ich habe jetzt da schon mal zwei vorbereitet. Ich habe hier mit Stanzen gearbeitet. Also ich habe jetzt hier in den Hintergrund eine kleine Wellenstanze reingestanzt, ausgestanzt, in Sommerbeere jetzt in diesem Fall. In Grundweiß einen kleinen Kreis draufgesetzt, den habe ich vorher bestempelt mit zwei Farben. Und als Hintergrund habe ich hier noch so eine Etikettenstanze benutzt. Ihr könnt natürlich auch diesen Streifen zum Beispiel nehmen und euch den zu einem Fähnchen schneiden. Das heißt, ihr macht in der Mitte einen Schnitt rein. Also euer Streifen, der noch übrig ist vom Papier, zuschneiden von der Klebelasche und könnt das zum Beispiel auch hier oben ganz super gleich verwenden. Das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, weil es so eine helle Farbe ist, aber wenn ihr das in einer anderen, dunkleren Farbe macht, in dem Papier sind die Rückseiten ja teilweise auch sehr stark von den Farben, dann hättet ihr hier auch schon mal was ganz Süßes und könnt euch dann solche Etiketten hinhängen oder wie ich das jetzt eben gemacht habe, einfach so ein Etikett dann draufkleben. Also da ist euch wirklich keine Grenze gesetzt, sozusagen. Und hier, das mache ich jetzt mit einer Pinzette, dann tut man sich ein bisschen leichter, die Mitte da zu finden. Und schon habt ihr wirklich eine schnelle kleine Goodiebox.
Ihr müsst natürlich noch das Stempeln einrechnen, das habe ich ja jetzt schon vorbereitet, aber ansonsten ist diese Box wirklich rucki-zucki schnell passiert und eine ganz, ganz hübsche, finde ich, ganz süße kleine Box, die ich immer wieder gerne in unterschiedlichen Designs mache und die total einfach ist, also auch super für Anfänger geeignet und wie ich finde, eine wirklich richtig schöne kleine süße Box ist. Und so habt ihr in ziemlich kurzer Zeit ein richtig schönes, persönliches Gästegoodie, das ihr super schön auf den Tisch stellen könnt und das euren Gästen bestimmt total viel Freude macht. Oder natürlich könnt ihr das auch einfach einem Kollegen oder der Arbeitskollegin auf den Tisch stellen, mal für zwischendurch oder mal jemand vor die Tür stellen und Danke sagen. Das ist natürlich immer eine ganz süße kleine Geste oder eine kleine Kleinigkeit. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln und wenn ihr Lust habt, schaut gerne noch weiter. Ich blende euch noch weitere Videos ein, weil ich es gerade noch dastehen habe. Ich habe euch auch so einen süßen kleinen Aufzug gezeigt in einem der letzten Videos. Hier kann man nämlich auch so eine tolle Kugel unterbringen und kann den dann mit dem Deckel nach oben fahren. Auch eine ganz süße Kleinigkeit, ein bisschen aufwendiger, aber auch total süß und vielleicht interessiert euch das. Auf jeden Fall blende ich euch das Video dazu auch noch ein und so habt ihr auf jeden Fall noch ja, Ideen zum Weiterschauen. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues. Tschüss!